Atmen. Komm auch jetzt zu zwei Leuten, die das ganz auch schon hier ein bisschen länger machen. Zwei Originale aus Gunzert. Bitte den Hallermarsch für die zwei vom Kerjechor. Immer muss ich auf die Schwarte. Das ist schon wieder dasselbe Spiel wie im letzten Jahr auf der Kappelsitzung. Ich komme ja. Ich sei doch der Hennigste. Der Hennigste in unserem Bus gewesen. Man meint auch Westert nicht mehr. Es ist doch immer so. Wir sind doch gar nicht mit dem Bus gekommen. Wir kommen doch gerade aus dem Pfarrheim. Du weißt doch, wir sind doch immer die Letzte, wo wir rauskommen. Ach, ist ja wahr. Ach, ich hätte doch meine Scherben im Pfarrheim hängen gelassen. Da hätte ich ja nur noch in grundfern Dorf in kalte Kaffee trinken zu gehen. Als wenn Dau in kahle Kaffee jetzt trinke. Ah ja, zur Not kann es auch ein Ramazzotti sein. Was ich schon immer freuen wollte, sollen wir dies Jahr an der Fasnacht wieder mitmachen? An der Kappesitzung? Hast du Lust und Zeit? Ei, warum dann nicht? Wir seien doch gerade zufällig hier in der Hall. Wieso dann nicht? Da machen wir nochmal mit. Ei, wenn das so ist, dann machen wir nochmal mit. Oh, da fällt mir doch ein Lied ein. Wir wünschen euch frohe Fasnacht. Wir wünschen euch frohe Fasnacht. Wir wünschen euch frohe Fasnacht. Und es stehen 5 Jahre Zeit. Betrunken und froh seid ihr sowieso. Wir wünschen euch frohe Fasnacht und entstehen 5 Jahreszeit. Prost! Und was hast du so die letzte Zeit gemacht? Moment grad, du wärst schmaler gehen. Was? Schmaler gehen? Das Trinken und das Essen, das hat mir die letzte Zeit arisch gemundet. Seht man das nicht? Meine Bauch ist gerundet. Was hast du denn den letzten Tag so gess? Froh nicht. Hähnchenhaare hat daheim gehabt, das war ein Spektakel gewesen. Weile verstehe ich aber gar nichts mehr. Wieso war das ein Spektakel? Ei, dazu bereite. Ich muss doch der Römertopf mit Knäppeldraht zumachen. Der ist hemmer ja genug daheim. Wieso? Wieso hast du Römertopf mit Knäppeldraht zugemacht? Ei, das hat sich gewehrt wie ein Narr. Hermol, hast du schon gehört? Beim Gonzerter Gesangverein. Geht das nochmal weiter? Die Hanauer Dirigent, ey, der soll spitze sein. Ja, das hätte ich schon mitgekriegt. Ich singe ja schon über 50 Jahre im Gesangverein. Die Sänger haben sich gefreut, das war eine wahre Pracht. Kennst du auch den Hanauer Dirigent? Nee, den kenne ich nicht. Ich habe noch nie im Gesangverein gesungen. Nur im Kirchenchor St. Cecilia. Hermol, tust du auch manchmal in der Kneipe Karte spielen? Eigentlich kann man so gar nicht. So gut wie nie kann man so. Und wenn, dann ganz selten. So gut wie nie kann man so. Und wenn dann selten spielst, wo spielst du dann? Ei, wenn ich ganz selten mal Karte spiele, dann meistens in Schelle.
Ei, wenn, dann zum Beispiel mit wem spielst du denn so Karte? Ei, wenn, dann zum Beispiel mit dem Alt-Roland, dem Bold, dem Selger oder dem Getze-Herbert. Wenn sie mit dem Getze-Herbert spielt, der guckt immer so ernst. Ei, das ist doch klar. Seine Vater hat doch so gehäscht. Der Herbert hat schon seit frühester Kindheit immer nur Ernt im Kopf. Karte spielen. Und was für ein Spiel spielt er dann immer so? Einmal kann so zu 99,9% Mau Mau. Mau Mau? Hast du gesagt, diese Gier spiele. Jawohl. Oh, da fällt mir aber ein Lied ein. Mau Mau, das ist ein seltsames Spiel. Die Runde geht von einem zum anderen. Mau Mau verliert aber auch so viel. Mau Mau, das ist ein seltsames Spiel. Herr Moll, freu mich mal, wie's mir geht. Für wat? Alter, freu mich doch mal, wie's mir geht. Für wat dann? Sei doch nicht so, freu mich doch einfach mal, wie's mir geht. Und? Wie geht da? Freu nicht. Mir juckt in letzter Zeit überall. Ohren, überall. Ei, du wärst Flehorn. Das kann gar nicht sein. Ich wäsche mich und dusche nämlich jeden Tag. Ei, dann sind es Wasserflehe. Vorhin habe ich mal vom Gesangverein die Rede. Der hat im letzten Jahr 95-jähriges Jubiläum gehabt. Meinst du, da wären noch Gründungsglieder mit da? Ei, sicher, 5 Mann singen von Anfang an und singen immer noch mit. Ganz weh, sei ich auch dabei. Und warst du überhaupt im letzten Jahr schön brav gewesen? Ist der Weihnachtsmann bei dich gekommen und hat dir viele Geschenke mitgebracht? Nee, bei mir kommt kein Weihnachtsmann. Bei mir kommt immer ein Christkindchen. Hast du dann wenigstens viel Geschenke gekriegt? Ich muss schon sagen, das Christkind ist ja auch nicht mehr das Jüngste. Das Christkindchen hat mir Seich geschenkt. Und dazu noch ein neues Auto. Oh, ein neues Auto. Und? Wie geht es? Das geht nicht, das fährt. Und? Wie fährt es? Es geht. Hast du schon gehört, dieses Jahr sind wieder Kommunalwahlen bei uns. Meinst du, der Vorsteher, der Dietmar Thömmes, der nochmal Vorsteher gehen? Normal schon. Wenn nicht, er hat schon eine neue Arbeit. Er geht dann unser Ortspolier. Wo man gerade von unserem Vorsteher Dietmar nenne, hat er überhaupt Ahnung von der Bauerei? Er nicht. Der hat erstmal Ahnung von der Brauerei. Um Dorfplatz ist doch Weile in neue Ladestation. Ach, du meinst für die elektrischen Fahrräder? Nee, nicht für Fahrräder. Für Bitboyer Stuppi und bestenfalls für Radler. Lass mich sie mir zwei auch mal hingehen. Das geht gut. Es ist ja noch nicht zu spät. Wie viel Uhr hängen überhaupt? Ich weiß nicht. Nach unserer Kirchturmuhr kannst du auch nicht mehr gehen. Die geht auf jeder Seite anders da. Oh, weil fällt mir mal ein Lied in. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, Narrenleut, der Vortrag ist jetzt aus für heute. Nee, noch nicht grad. Ich zaubere doch so gern. Soll ich euch mal etwas weisen? Ja? Ich,
Ich bitte um äußerste Ruhe. Ja, was soll ich jetzt tun? So, weil Mr. Achtgen. Dietmar, stell dich mal bitte. Es muss ein bisschen förmlich sein. Herr Ortsvorsteher, sagen Sie bitte eine Zahl zwischen 1 und 5. 3. Was, Herr? 3 hat er, glaube ich. 3. Ich muss mich konzentrieren. Wann muss ich mich konzentrieren? Oh. Ui, 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 Oleg. Ey. Das hat nicht jeder. Nee, prima. Prima, prima. Kann ich das auch mal machen? Ein normal, ja. Das hat auch mal eine Zahl zwischen 1 und 5. 3,5. Marco, da muss eine richtige Zahl sein. Ey, das hol ich 2,5. 2,5? Ich probiere mal, ob das geht. Muss ich mich konzentrieren? Oh. Ey, wie hast du denn das gemacht? Wie ging denn das los? Ich weiß das selber nicht so genau. Gonzert, hello! Eine 10. Klasse gemacht, mit viel Humor, auch über sich selber gedacht. Ich darf die zwei vorstellen, Marco Weinig und unser Elternratsmitglied Andreas Rösser. Hello! Marco, komm mal her, du kriegst noch eine Orde. Ah, die Prinzessin gibt da schon. Stell noch auf die 10 von Kaigor, ein dreifach donnerndes Konzert! Ja! Kaigor!